Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ein weiterer Band der Quellenbandreihe für DSA 5 ist raus und ja, diesmal geht es um Geister und vielleicht ähnliche Wesen. Ich gucke gerade auch das allererste Mal hier in den Band rein als PDF. Ich werde mir den Band auf jeden Fall auch, wie schon die ähnlichen Bände, zu bestimmten Kreaturenarten von DSA 5 werde ich mir auf jeden Fall auch als Hardcover besorgen. Ist ja jetzt noch ein bisschen teurer geworden. 45 € mittlerweile. Angefangen haben diese Bände ja mal mit 35 €. Zum Beispiel das Animatorium. Später dann Necromanteum oder Elementarium, glaube ich, 40 €. Und ich glaube, das ist der erste Band der Reihe, der 45 kostet. Also, naja, da hat der Verlag eben seine Preise angehoben. Ich hoffe mal, dass da die Leute, die für den Band arbeiten, auch als Illustratorinnen und Illustratoren, dass die da auch irgendwie was von haben. Ja, dass es nicht nur rein ums Geld geht, um da einfach mehr zu bekommen. Aber gut. Ja. Das Cover finde ich eigentlich schon mal wieder ziemlich cool. Das bedient natürlich ein klassisches Bild, das man auch so im Kopf hat, ne? Irgendeine Horrorgestalt, ob nun Geist oder nicht, die durch ein altes Haus, eine alte Villa streift, an alten Gemälden vorbei, die vielleicht noch wie bei Harry Potter einen mit den Augen verfolgen oder sich sogar bewegen. Ja, hier bin ich mir jetzt allerdings selbst als langjähriger DSA-Spieler nicht ganz sicher, was das für eine merkwürdige Kreatur ist. Das wirkt so ein bisschen wie von The Witcher, beziehungsweise der Hexersaga. Denn ja, es könnte ein Geist sein, allerdings so richtig durchsichtig oder leicht durchsichtig wirkt das jetzt gleichzeitig nicht. Der Schattenwurf ist irgendwie auch so ein bisschen speziell. Mach das mal größer. Also hier ist schon ein Schatten, aber irgendwie ist der auch so ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, kann mich aber auch irren. Also Geister und Schatten ist ja, glaube ich, auch eher nicht so das Ding. Wobei, ich glaube, der Schatten, der hier bei der Frau, der, ich glaube, der kommt eher von diesem Eckpfeiler, ne, von der Treppe. Sieht auf jeden Fall sehr plastisch und horrormäßig schön aus. Horrormäßig ästhetisch. Und das ganze Blut und so weiter. Gut, das kann natürlich echt sein, ne? Also von der Zeit, wo die Person noch, ja, noch kein Geist war, sozusagen. Aber diese komischen Tentakel-Sachen. Ich weiß nicht, also geistertechnisch ist das irgendwie ein bisschen komisch. Verbinde ich jetzt gar nicht so sehr mit DSA direkt. Na gut. Vielleicht klärt sich das ja noch irgendwie hier im Laufe des Durchgeblätterts. Ja, dann hier auch nochmal der Klappentext. Ich glaube, ich habe den selbst auch irgendwann einmal erst gelesen beim F-Shop auf der Seite. Klar, also hier geht es um Geisterkreaturen. Hier sollen 30 Geister drin sein. Klar, wieder die Historie der Geisterbeschwörung. Natürlich wieder ein paar Personen, die damit zusammenhängen. Und okay, Sie haben hier wieder Akademiebeschreibung. Klar, da geht es dann um Austreibung, Geister und so weiter. Abenteuerschauplätze, Szenariovorschläge. Und was natürlich für den geneigten Spieler, die geneigte Spielerin, jetzt glaube ich eher etwas neuer ist, Geisterpakte. Alchemistische Hilfsmittel, kann sein, dass es die vielleicht früher schon mal irgendwie gab. Ja, und der modulare Baukasten ist natürlich auch interessant. Wir haben dann hier bei den Regeln natürlich wieder den Alex und ja, der gute Johannes ist dann hier diesmal in der Redaktion für den Band gewesen und ja, von dem guten Johannes habe ich bisher eigentlich immer nur coole Sachen mitgekriegt, also dürfte eigentlich alles eine nette Sache sein. Gut, dann haben wir hier nochmal etwas detailreicher das Inhaltsverzeichnis.
Hier kann man schon mal sehen, wie das alles gegliedert ist. Okay, in Verstorbene und Erscheinungen und Totenwesen ist das gegliedert. Und dann Dinge, die auf dem Backcover ja auch irgendwie versprochen waren. Ja, das Vorwort will ich euch nicht vorenthalten. Könnt ihr euch mal anschauen. Natürlich vom guten Johannes. Und ja, dann kommen natürlich die üblichen Kategorien hier erstmal von DSA-Büchern und die Komplexitätsgrade und so weiter. Das, was immer an solchen Bänden am Anfang steht. Ja, und dann geht es hier mit dem Aufbau der Geisterbeschreibung los. Klar, das kennen wir von den Stats her und den Abkürzungen von allen möglichen Kreaturenbeschreibungen und Gegnerbeschreibungen. Aber es geht tatsächlich hier dann auch noch um Spezifika, denn Geister und Kommunikation ist immer so eine Sache. Und die Werte von Geistern, naja, es geht ja dann auch oft um die Werte von den Verstorbenen von vorher. Also ja, kann man da natürlich auch Sachen mal anpassen. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Kasten zu extra, also zu Beschwörung und Herbeirufung extra. Und natürlich dieses Standardschema vom Wesen der und dann irgendeine Kreatur ist natürlich hier auch nochmal mit drin, Wesen der Geister. Und dann bekommt ihr hier auch noch ein paar Sonderfertigkeiten, die eigentlich so normale tierische Kreaturen Sachen sind, die auch bei Geistern mal anschlagen können, also anspringen, Flugangriff, verbeißen und mächtiger Schlag. Und dann, bevor es so richtig mit einem Kapitelstarter losgeht, geht es dann los mit Geistern in Abenteuern. Genau, das ist hier exakt eine Seite. Ja, die einfach zu dem Thema noch ein bisschen was sagt. Und Smartphone, Soundbox und so weiter. Also, wie man Geister auch so darstellen kann im Spiel. Ja, finde ich ganz cool, dass sie das nochmal hier mit reingebracht haben. Und dann geht es natürlich hier eigentlich los mit einem Kapitelöffner hier von Magistra Mortua Hasturia in einem Einführungsseminar für neue Akademiestudenten neuzeitlich. Genau, also losgehen tut es dann hier erstmal mit der Kategorie Verstorbene. Da finde ich auch sehr schön, dass sie diesen Rahmen, diesen Kategorienrahmen darüber gesetzt haben, um vom Layout her all diese Dinge abzugrenzen. Und einen können wir als Beispiel ja dann auch mal zeigen, vielleicht was Klassisches. Ich überlege gerade auch mal, so der Ahnengeist, der ist mir so, das ist glaube ich irgendeine Art Unterbegriff mal gewesen bei 4.1 damals. Also man muss dazu auch sagen, erstmal, es gab natürlich bei 4.1 schon im Weg der Zauberei so ein gewisses Geisterkapitel, das war jetzt aber auch nicht sehr lang. Daher habe ich das nochmal ganz kurz hier rausgekramt. Also da hatte man hier wirklich damals ein bisschen Einleitung, das war alles für 4.1-Verhältnisse relativ kurz gehalten und dann gab es hier die Kategorien gefesselte Seele, Spuk, Irrlicht, Erscheinung. Also da sieht man schon, die Kategorien sind jetzt schon auch eher andere. Naja, und dann hatte man eben die gefesselte Seele und den Nachtalb und den Spuk und das Irrlicht und die Erscheinung. Beziehungsweise Kategorien. Ja, also es waren schon irgendwo Kategorien, aber gleichzeitig auch einfach eins zu eins dann die Kreatur selbst. Ja, mit ihren Werten. Also das war ehrlich gesagt gar nicht so viel damals und eigentlich gab es damals allgemein ja schon recht viel. Deswegen, der Ahnengeist war so erstmal nicht existent. Der wurde vielleicht in einem dieser Texte ein ganz bisschen erwähnt. Ja. Gut, der Bilvis, der ist eigentlich auch nicht so wirklich erwähnt gewesen, meine ich. Der Blutgeist, das ist mir jetzt recht neu.
Da, ich glaube, da haben sie schon auch sich ein paar neue Sachen ausgedacht. Und die Eisfee, oh, ich sehe gerade hier parallel, die Eisfee könnte man, glaube ich, auch nicht so unbedingt komplett zeigen hier, weil da ein bisschen Nacktheit ist. Von der Eisfee habe ich auch noch nie irgendwas gehört. Gefesselte Seele, klar, ist jetzt klassisch. Haben wir, glaube ich, auch schon in einem Bestiarium gehabt. Denn man muss auch dazu sagen, bei DSA 5 hatten wir jetzt auch schon zwei Bestiaria und na, da gab es ja auch schon mal zwei, drei Geister irgendwo. Die gefesselte Seele, auf jeden Fall. Das Bild, was ich da gerade auch so sehe, das ist 1:1 auch, meine ich, das, was in dem einen Bestiarium drin war. Ja, Grinvala. Also, Grinvala, das ist wirklich. Also davon habe ich auch noch nie gehört. Und das, also das ist irgendwas Elfisches. Das ist so eine Art Elfengeist. Und soll auch sehr, sehr selten sein. Ja, der große Spuk an sich. Da haben sie als Bild dann auch, kann man ja mal kurz zeigen, da haben sie hier als Bild wirklich so eine ganze Hütte. Und was ich auch sehr geil finde, also die Tür und hier der Balkon und so weiter, das sieht schon alles wie so Reißzähne aus. Die Treppe hier auch so krass merkwürdig. Und die kleine Mühle hier mit Blut. Also, das scheint ein bisschen eine größere Kategorie zu sein. Sehr, sehr cool. Von der Hüterseele habe ich bisher auch noch nicht groß was gehört. Und klar, das Irrlicht ist jetzt relativ klassisch. Das Irrlicht gab es auch schon mal in einem Bestiarium. Und der kopflose Reiter, ich glaube, den, ich verwechsel das immer mit Hexen, da gab es das ja schon, auch mit einem Abenteuer und so weiter. Hatten wir jetzt hier auch noch nicht. Ja, klar, ne? Das ist ja so eine Trope, die muss überall mit rein. Passt ja jetzt hier in den Halloween-Tagen sozusagen auch gut. Ja. Wir gucken uns natürlich auch nochmal ein, dann gleich beispielhaft komplett an. Die Marbo-Sängerin, davon habe ich auch noch nie irgendwas gehört. Sie ist auch sehr selten. Wird auch Klageseele genannt. Also, das ist wirklich so eine Art klassische Klageseele. Nachtalb, ich glaube, den gab es auch schon in dem Bestiarium. Wobei, jetzt wo ich das Bild da noch separat sehe, nee, ich glaube doch nicht. Könnte ich, glaube ich, auch nicht richtig zeigen. Das ist auch ein bisschen Nacktheit hier. Ja, Nachtbula. Oh, Nachtbula. Ich glaube, da hatten wir schon mal. Also das Bild kenne ich doch irgendwie aus so einem. Aus irgendeinem Buch vom Raya Crowdfunding. Rayas Gunst. Wo da irgend so ein Geist gerne auch nochmal, ja, Schäferstündchen haben wollte. Auch im Tod noch. Aber das war doch. War das irgendein Zauber da? Nee. Das war einfach irgendwas Spezielleres. Ich glaube, also ich kann es gut sein, dass der Nachtbuhler wirklich da auch schon so richtig beschrieben war, aber. Hier vielleicht jetzt einfach noch mehr, aber das Bild ist auf jeden Fall dasselbe. Okay. Phantragin sagt mir jetzt auch überhaupt nichts. Das scheint irgendwas Maraskanisches zu sein. Bezeichnet auf Maraskan ein Wesen, das aus dem steten Wechsel von Tod und Wiedergeburt gerissen wurde. Speziell gemeint ist damit ein Totengeist, der nur auf der Insel vor der Ostküste Aventuriens entsteht. Okay. Also da haben sie quasi regional-kulturelle Geister auch noch so ein bisschen erschaffen. Finde ich aber cool. Okay, der Poltergeist. Das könnte sein, dass der vielleicht im Bestiarium auch nochmal drin war. Nach dem Bild zu urteilen. Einmal hier. Nach dem Bild zu urteilen. Aber irgendwie nicht, ne? Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ist aber ein sehr, sehr cooles Bild, wie ich finde. Ja, Geister kamen bei uns selten mal vor.
ähnlich selten wie Dämonen vielleicht, vielleicht sogar, ja gut, vielleicht ein ganz bisschen häufiger, aber Geister, na, ab und an kamen die bei uns schon im Spiel vor in den ganzen Jahren und das war immer schon irgendwie cool. Und kleiner Spoiler, in der Kampagne, ja, des Feuers kann man vielleicht selbst auch noch in einer Art Geisterform Dinge tun. Ja, der Rachegeist. Ist auf jeden Fall auch ein mega geiles Bild. Hier einmal als kleinen Auszug. So mit dem. So die dickere hier mit dem Hackmesser. Eieieiei. Okay. Ja, dann gibt es noch den Seelenschnitter. Der sieht schon so ein bisschen High-Fantasy-mäßig aus. Sagt mir jetzt auch nichts. Hier steht auch, galten lange als Dämonen Targunitods, doch tatsächlich sind es Geisterkulturschaffenden, die einen starken Bezug zu Präzentoren der heulenden Finsternis haben. Okay. Haben Sie vielleicht auch, also ich weiß gar nicht, von Seelenschnitter, von den Dämonen habe ich jetzt auch noch nicht so richtig was mitgekriegt. Vielleicht gab es die irgendwo im Wege der Zauberei damals, naja. Die Sturmseele. Gut, das ist irgendwie so ein Seemannsgeist oder so wahrscheinlich, ne? War natürlich damals im Wege der Zauberei auch jetzt noch nicht so. Ja, Tränenkind. Ja, das ist mehr so ein Kleinkind oder Baby oder so. Verstorben. Tränenkind ist ein schöner Begriff. Ein schön trauriger Begriff. Muss ich auch gleich wieder an Witcher denken. Witcher 3 auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie da diese Kreaturen hießen. Aber da gab es auch mit der Hauptquest zusammenhängt, mit dem blutigen Baron, da auch echt eine fiese Sache mit seinem eigenen Kind. Und da hat dann Geralt von Riva versucht, das alles irgendwie hinzukriegen. Den umzuwandeln quasi. Von so einer Art Rache-Geist-Kreatur in eine Haushüter-Schutzkreatur. Und ich habe es auf jeden Fall auch geschafft und mich dazu entschieden. Ja, und als letztes in der Kategorie Verstorbene noch die weiße Frau. Ah! Vielleicht ist das mal ein gutes Beispiel, hier das anzugucken. Ich habe nämlich gedacht, wir nehmen jetzt als Beispiel mal, um eine Sache komplett zu sehen, eine klassische Sache wie Irrlicht. Aber das kennt man ja aus dem Bestiarium sonst ja auch schon, ne? Gut, wir nehmen mal die weiße Frau, weil die ist nämlich auch vorne auf dem Cover drauf. Gut. Das scheint hier so eine Art gefesselte Seele zu sein, wobei die gibt es ja auch nochmal separat weiter oben. Da ist sie. Gibt ja bei Witcher 3 oder allgemein bei Witcher gibt es ja immer diese Mitternachtserscheinung und so. So ein bisschen. In diese Richtung wirkt sie. Die weißen Frauen kommen hingegen nur in 12 göttlich geprägten modernen Gesellschaften vor. Stimmt, die hat ja auch hier so ein modernes Kleid. Das wirkt hier alles so recht horasisch, vielleicht noch einmal dänisch. Okay, sie müssen ein gewisses abstraktes Verständnis der Weltordnung und Kenntnisse darüber besitzen. Okay. Einer willentlichen Entscheidung im Moment des eigenen, womöglich selbst herbeigeführten Todes, sich mit Hilfe eines Dämons an die dritte Sphäre zu klammern. Wow, okay. Also wenn man stirbt, sich noch mit Hilfe eines Dämons an die Welt klammern. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Gut, lese ich mir später nochmal in Ruhe durch, aber für euch schon mal hier. Deswegen ist das nämlich so geisterhaft dämonisch gemixt. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen Spoiler, ne? Also wenn ihr jetzt Spieler seid, Spielerin, und da euch nicht spoilern lassen wollt, dann guckt ihr euch das natürlich nicht an. Hier noch ein weiteres Bild, auch sehr cool. Genau, und da sieht man auch schon. Es geht immer so über zwei Seiten hier. Ich kann ja mal kurz schauen.
Wenn ich mal hier so parallel schaue. Ja, also es scheint immer über zwei Seiten zu gehen. Und alles schön bebildert. Und natürlich dann mit einem großen Wertekasten, der natürlich dann alles beschreibt. Und das finde ich auch mal cool, dass es hier und da ein paar Sonderregeln gibt bei manchen Kreaturen. Begrenzung, Geisterfähigkeiten, natürlich allgemein Geisterregeln, klar. Ja, und ehrlich gesagt, bei 4.1, ach, da war man sich immer nicht so sicher, wenn man irgendwelche Arten von Geistern, die auf irgendwelche, also irgendwelche die Leute, die auf spezielle Art gestorben sind und so, da hat man teilweise ein bisschen gehandwedelt. Deswegen finde ich das ganz cool, dass das jetzt hier nochmal alles lang und breit aufgeführt wird, mit vielen Beschreibungen und auch ein bisschen in Sonderregeln verpackt. Na gut. Okay, dann geht es hier weiter mit den Erscheinungen. Die bleiche Eule. Okay. Also die sagt mir überhaupt nichts. Drachengeist gibt es sogar noch. Wow. Okay, Drachengeist ist schon. Das ist schon richtig heftig. Das ist schon episch. Daran hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber klar, Drachen sind ja auch. Ja. Mit Karfunkelstein und Intelligenz und so weiter gesegnet. Die Geisterspinne gibt's noch. Natürlich eher so Dschungel, Regengebirge und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es die mal irgendwie bei 4.1 beschrieben gab. Oder ob da immer nur von geredet wurde. Es sind ja keine Verstorbenen so richtig dann, ne? Naja. Lichtender. Okay. Und der Geisterwolf natürlich. Der ist bestimmt bei den Nivesen da oben, genau. Der kommt irgendwie aus der Geisterwelt der Nivesen. Ach, Lichtender. Habe ich gerade so ausgesprochen. Lichtender. Glaube ich, heißt es. Hier nämlich so ein Hirsch. Norden, Andergast und so weiter, Bornland, Salamandersteine, seltenes Geisterwesen. Gleicht einem Hirsch mit mächtigem Geweih. Okay. Ja, nicht schlecht. Gut, dann gibt es noch Lynx. Das ist mehr so ein luchsartiges Wesen. Okay, in verfallenen Städten einer einstmaligen Hochkultur. Vielleicht auch mit Hochelfen verbunden. Nicht schlecht. So eine Art Geisterluchs irgendwie. Nipakau. Nipakau kennen wir ja als Begriff eigentlich von den Waldmenschen. Ja, also Tiergeister und so weiter. Da hat man dann auch entsprechend Schlange, Jaguar und so weiter. Ja, nicht schlecht. Geist eines Tieres, sterbenden Tieres, wird zu einem besonderen Schutzgeist eventuell und so weiter. Ja, nicht schlecht. Also das sind jetzt nicht nur irgendwelche Sagen und so weiter und irgendein Kram, wo dann zwölf Göttergläubige sagen, naja, hier die Waldmenschen, sondern da ist schon richtig was mit los. Nicht schlecht. Außerdem gibt es hier noch den Quallengeist. Okay. Vielleicht ist das irgendwie von so einer maritimen alten Kultur aus alten Zeitaltern. Ich meine, Krakonia und so weiter. Ich meine, es müsste ja auch so Krakonia-Geister und sowas theoretisch geben, ne? Und dann gibt es noch den Tarnai oder Tarnage. Wie so eine Art Bär? Irgendwas mit dem Bornland. Okay, das ist sehr mysteriös. Auf jeden Fall können wir uns ja hier mal klassischerweise einmal hier den Geisterwolf. Den kann ich ja einmal so komplett hier zeigen.
Da ist er. Entsprechend auch wieder über zwei Seiten. Rudelgeist. Auch gut. Ja, und dann gibt es hier die Kategorie der Totenwesen noch. Allerdings ist das jetzt hier über fünf Seiten einfach. Das geht einfach fortlaufend weiter. Gibt es auch erstmal eine halbe Seite in Flufftext. Und da heißt es, ja, der Oberbegriff Totenwesen bezeichnet eine Gruppe von Geistern, die 1027 im Rahmen der Schlacht auf dem Mythraelsfeld, oh, durch das Magnus Opus des Weltenbrandes entstanden sind. Das habe ich live gespielt, geleitet. Da wären meine Leute auch fast draufgegangen. Okay, Mindergeist. Und niederer Dämon. Oder nur dämonische Essenz. Nicht schlecht. Okay. Also anscheinend können unter ganz speziellen Umständen auch Geistessenzen mit dämonischen Essenzen verschmelzen. So kann das dann vielleicht hier mal aussehen. Nicht schlecht. Und da geht hier wirklich richtig, richtig viel Fließtext weiter. Und sie haben tatsächlich dann auch noch einen fast halbseitigen Kasten zu anderen Geistern mit dämonischer Komponente. Was gibt es denn da? Giergeister, Blutgeister, Seite 16, klar, Rachegeister, Nachtbuhler. Nachtbuhler, vielleicht ist das so ein bisschen Belkeleel-mäßig. Ja, Gefolge Belkeleel werden die mitunter gezählt, die Nachtbuhler, ja. Okay. Arten von Totenwesen. Und da kann es halt Totenwesen des Erzes geben, der Luft, des Wassers, des Feuers, des Humus, des Eises, also alle Elemente. Ich meine, eigentlich, ich meine, im Elementarium, ich glaube, das war das Buch, wo es dann auch noch diese Unelemente dann beschrieben gab, ne? Ich meine, das war das Elementarium. Ich meine, da wäre jetzt ja die Frage, ob es hier Totenwesen auch des Unhumus oder so geben könnte. Naja, auf jeden Fall, sie haben noch einen fast halbseitigen Wertekasten. Und dann geht es hier weiter mit der Bedeutung der Geisterbeschwörung. Und da natürlich klassischerweise hier mit der Geschichte der aventurischen Geisterbeschwörung. Ja, also frühen Zeitaltern, man sieht das schon, ne? Totenreich entsteht, das finde ich ja mega interessant. Darunter kommt dann auch noch ein fast halbseitiger Kasten, was Geister überhaupt sind. Ja, dann hier die ersten Beschwörungen und so weiter. Ja, dann das Zeitalter der Echsen, nochmal eine Viertelseite. Und wie das so war vor Bosbarans Fall. Natürlich auch mal auf verschiedene Regionen eingegangen, wie Dschungel und so weiter. Und auf einer Viertelseite wird auch die Zitadelle der Geister nochmal angesprochen. Aufgegriffen. Ja, dann natürlich Bosbaransches Reich, Frühzeit des Neuen Reiches, Magierkriege und so weiter. Die jüngere Vergangenheit, Borbarats Rückkehr natürlich, die jüngere Geschichte. Ja, der Nagrach-Splitter, um den geht es auch nochmal ganz kurz. Und dann geht es tatsächlich mit dem nächsten Unterabschnitt weiter, Geister in verschiedenen Zauberertraditionen. Okay, wir schauen mal. Die Gildenmagier, die haben da über eine halbe Seite abbekommen. Die Hexenschwesternschaften werden teils sogar noch ein bisschen aufgesplittet hier. Die schwarzen Witwen und die Seherin von heute und morgen werden nochmal speziell beschrieben. Die Hexen kriegen hier über eine halbe Seite. Animismus und Schamanismus kriegt auch eine gute halbe Seite. Ja, und das ist es erstmal. Die anderen waren jetzt vielleicht nicht wichtig genug. Bei Elfen kommt das ja eh alles selten genug vor. Ja, es gibt noch eine halbe Seite zu rechtlichen Aspekten. Und
Dann geht's weiter mit den geisterhaften Konzepten. Okay, über was wird denn da was gesagt? Hierarchien der Geister und da dann auch die Geisteranführer. Bei Geisteranführern gibt es natürlich jetzt nur Ingame-Texte mit dem Bild, was wir, glaube ich, schon kennen aus irgendeinem Ulysses-Video. Genau, also hier. Und ja, dann die vierte Sphäre nochmal allgemein. Das ist auch nochmal so eine knappe Seite. Mit einem echt coolen Bild dazu. Und nochmal allgemein über die Geisterwelten eine Seite. Und wie die Gestalt der Geisterwelten für verschiedene Spezies oder Kulturen auch aussieht. Hier für die Waldmenschen, Utulus, für die Tokamujak, für die Nivesen, die Orks, die Gialskaländer, die Fjaninger, die Ferkinas, die Trollzacker, die Achas und die Goblins. Ja, weil normale Menschen und so, normal Standardkulturen, zwölf Götter, das ist ja relativ klar. Deswegen werden natürlich die anderen noch extra aufgeführt. Außerdem noch Artefakte und Literatur. Vielleicht verweisen sie da ja auch auf. Also es werden hier schon gewisse Bände genannt. Kann sein, dass sie das auf aventurische Bibliotheken auch irgendwie verweisen. Müssen wir mal gucken, ob es da die Bücher auch gäbe. Gut, über die Spukgestalten. Eine kleine Bibliografie. Almanach des Volksglaubens. Codex Dimensiones. Die Nichtwelt. Legenden aus dem Reich der Geister und Phantome. Was haben wir noch? Phantome des Gestern. Die Nichtwelt. Ja, Phantome des Gestern, klar. Ätherisches Geflüster. Wege ohne Namen. Hexerei und Schwarzmagie. Fundamentum Idolumini, Grundlagen der Geisterwelt. Aber manche, also sowas wie dieses jetzt gerade, was ich gerade genannt habe, das wüsste jetzt nicht, dass das in aventurischen Bibliotheken drin war. Naja. Aevitas Interminatum, die Erlösung vom Vergessen. Gut, und bei den Artefakten, was haben Sie da? Geisterwaffen, Knochenkeulen, Geisterfetische, der Seelenrufer, Drakatz, Lampe, Geistergefäße. Okay. Ja, das geht jetzt auch nur so eine gute halbe Seite, ne? Mit den Artefakten. Dann geht es da weiter mit den Geistererscheinungen in Sagen und Legenden. Ein Nachmittagsvortrag in Honingen. Einfach so Fluff-Erzählung hier. Die grüne Finsternis auch nochmal. Der Ohlporter. Geister sind keine Werkzeuge. Was haben wir noch? Letzte Nachricht. Okay, das sind alles so Ingame-Fluff-Texte über so drei Seiten. Und dann noch natürlich die verschiedenen Vorstellungen vom Totenreich. Okay. Die Torvaler einmal eine halbe Seite, dann Nivesen halbe Seite, die Novadis auch ungefähr, Maraskan eine Viertelseite. Waldmenschen nochmal eine knappe halbe Seite. Elfen, also eine Achtelseite, weil bei denen ist ja nicht viel los. Bei den Zwergen auch so eine Viertelseite ungefähr. Naja, Achas eine Achtelseite. Goblins nochmal eine halbe Seite. Und dann kommen schon die namhaften Koryphäen. Murak, die Zephorika, der oft unterschätzte. Ist ja auch ein toller Titel. Naja, gut, aber ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt ein innerabenteuerlicher Titel. Gut. Ja, wen haben wir hier noch? Morudal, Prinz der Mare. Dann noch Zorkaschkargul, Tairas Blutschwinge. Und Katara Wilman, also eine alanfanische Grandin anscheinend, die Rote Jungfer. Olorant von Gareth Rotenfels, begnadeter Seelenheiler. Und Mido von den Toivoa-Ledu, Erbin der Weisheit. Ja, eine Nivesin anscheinend. Und Emerankia Jenara Bocadillo, Adepta Major und Geisterversteherin. Gut. Ja, dann gibt es natürlich noch, wie immer in solchen Bänden, in kürzerer Form noch ein paar weitere Leute. Ja, so knapp 20 weitere Leute. Natürlich noch die Geheimnisse der wichtigen Persönlichkeiten hier.
Und dann, wie auf dem Backcover versprochen, gibt es hier entsprechend noch ein bisschen was zu Akademien. Hier auch mal der Stil der Karte von der Schule der Austreibung zu Perikum. Ist auch eine ganzseitige Karte der Akademie, sieht auch sehr cool aus. Ja, gut, wir haben hier die Geschichte der Schule der Austreibung. Dann gibt es den typischen Rundgang durch die Akademie, Schulturm und so weiter. Die ganzen einzelnen Gebäude und Abschnitte einzeln aufgeführt in den Überabschnitten, so wie man es kennt. Einige Personen der Akademie noch. Das Leben so an der Schule ist, die Ausbildung und wie man das alles im Spiel einsetzen kann. Ein paar Szenarien noch. Also, das sind hier durchaus 10 Seiten. Also, das ist jetzt nicht einfach nur mal so auf 3 Seiten kurz irgendwas gemacht. Das ist schon ein bisschen doller. Okay, Akademie der Erscheinungen zu Grangor haben wir hier auch noch. Hier auch noch mal der Kurzüberblick. Auch hier nochmal Auszug, Teil des Bodenplans, auch wieder eine ganze Seite lang. Und ja, soweit ich sehe, ist das hier alles ähnlich aufgebaut. Gibt noch einen extra Abschnitt zu geisterhaften Untermietern. Ab und an gibt es natürlich irgendwo auch mal eine Abbildung, die kennt man schon irgendwoher, aber ist ja auch okay. Okay. Und ja, dann kommen wir hier Richtung Ende nochmal zu Abenteuerschauplätzen. Da gibt es dann hier anscheinend 4 Stück. Der Mardertobel, ein aventurisches Schlachtfeld. Genau, mit kleiner Fluff-Einleitung hier. Und dann wird erstmal eine halbe Seite normal beschrieben und dann nochmal fast eine halbe Seite überhaupt den Weg, wie man da hinkommt. Und dann aber auch nochmal alles im Detail. Mit natürlich einer netten Karte. Als Beispiel zeige ich mal einen Teil. Genau, einmal hier ein Teil der Karte. Sieht auch wieder, wie ich finde, sehr, sehr cool aus. Natürlich dann entsprechend so einige Zeilen über die Geister dort. Und wie man da vielleicht für Erlösung sorgen kann. Also alles auf so 3 Seiten. Geheimnisvolle Wald, eine verlassene Hütte, also recht klassisch. Auch da die Karte wieder sehr, sehr schön, wo man das dann verorten könnte, wo das passen würde, weil man kann das ja auch mal hier und da so ein bisschen freier aussuchen, ne? Bei den Abenteueransätzen gibt es dann auch verschiedene Optionen. 8 verschiedene Optionen sogar. Nicht schlecht. Da ist das doch ein bisschen anders aufgebaut mit dem Mardertobel. Ja, gut, dann das Überwasserhaus, ein verfluchter Ruinenkeller. Auch wieder nette Dungeon-Karte. Und wieder auch hier ein paar Optionen. Hier sind es jetzt 3 Optionen, wie man das irgendwo einbauen kann, als Gasthaus mit Brauerei zum Beispiel. Ja, die Garbenbringerin. Geisterhaftes Schiffswrack. Natürlich auch wieder mit coolem Schiffsplan. Hier sind jetzt nicht irgendwelche Optionen genannt. Das ist einfach hier relativ klar. Es geht einfach um das eine Schiffswrack. Genau. Und dann natürlich hier noch Richtung Ende nochmal die Herbeirufung von Geistern. Fokusregel der Stufe 1. Erstmal natürlich die Formeln nochmal, ne? Geisterbeschwörung, Geisteressenz. Ich glaube, Geisteressenz gab es bei 4.1 damals gar nicht. Genau. Und dann eben einfach nochmal den Ablauf der Herbeirufung. Ja, das hatten wir, glaube ich, damals im Aventurische Magie 2 und natürlich dann im Magie-Kodex nochmal komplett, wie das alles so funktioniert. Aber, ne, sie gehen immer noch nach der alten Formel. Es kann eben Leute geben, die haben einfach nur das Grundregelwerk, den Almanach. Das wird ja immer vorausgesetzt. Und wenn man sonst gar nichts hat, ich meine, man wird eventuell Aventurische Magie 2 auch nicht haben, weil man dann vielleicht sagt, okay, dann hole ich mir lieber für 60 € das komplette Magiebuch. Ich meine, das ist ja auch
alles insgesamt viel billiger, ne? Wenn man sich diese alten Bände holen würde. 120 € oder so, die drei Bände. Die sterben wahrscheinlich dann auch einfach aus, diese alten Bände. Und stattdessen holt man sich für die Hälfte einfach alles mit noch Erweiterung. Ja gut, aber sie mussten natürlich damals diese ganzen Bände erstmal einzeln rausbringen, um, ja, erstmal so hier und da ein bisschen Geld zu verdienen. Gut. Ja, dann gibt es hier noch die Rudelherbeirufung und also als extra Fokusregel und Beschwörerzirkel und Bindung von Geistern. Ich bin mir gar nicht sicher, gibt es das denn schon irgendwie? Ist das denn in dem Archiv der Magie, Quatsch, in dem Kodex der Magie drin? Ich glaube, ich guck mal kurz. Okay, ich habe jetzt gerade mal kurz Pause gemacht, mal in dem Kodex der Magie geschaut. Also es gibt natürlich ja die Herbeirufungsregeln, die normalen und separat Beschwörungen und alles, aber jetzt diese speziellen Dinge hier, Rudelherbeirufung, Beschwörerzirkel, Bindung von Geistern, das habe ich da jetzt nicht so richtig gefunden. Ich habe auch nochmal in den magischen Sonderfertigkeiten geguckt. Vielleicht nicht in allen, aber also zumindest jetzt in den allgemeinen und so weiter. Und ich habe auch nochmal die PDF-Suche bemüht mit so einem Wort wie Rudelherbeirufung, aber habe ich da jetzt nicht gefunden. Ist vielleicht dann wirklich hier etwas spezifisch. Kann auch sein, dass sie mal gesagt haben, diese spezifischen Erweiterungs-Fokusregeln und so weiter, die sind dann auch eher in solchen spezifischen Erweiterungsbänden drin. Naja, gut. Ja, was haben wir dann noch? Die Entstehung von Geistern, das ist hier einfach ja, eine gute halbe Seite. Die verschiedenen Arten und Umstände, Zeitpunkt des Todes, Todes, magische Effekte und Schwurbrechen und sowas alles. Ja. Und dann haben wir hier noch eine Fokusregel der Stufe 2 tatsächlich mit dem Modifikationspaket. Weiß nicht, ob das schon dieser Baukasten ist. Gut, man kann hier von der Mächtigkeit niedere, mittlere und höhere. Also es sieht halt aus wie dieser Baukasten. Bei den Geisterfähigkeiten, da kann man dann auch gucken, astraler Nachhalt, dunkle Nacht, entfesselt und so weiter. Da gibt es auch echt viele. Also, weiß nicht, ungefähr 20 oder so. Bei den Geisterfähigkeiten und Geisterkräfte. Ja gut, da gibt es auch nochmal 7. Sowas wie Manifestation oder dunkle Flammen oder so. Na gut, das scheint dieser Baukasten zu sein. Und hier im Anhang, ja gut, einfach archetypische Geisterbeschwörer. Und wie das ist, wenn man als Held sowas spielt, klar, das kennen wir ja auch so ein bisschen aus den anderen Bänden. Auch natürlich mit großem Wertekasten und so weiter. Ja. Und dann ist hier eben noch ein bisschen was zu Geisterpakten. Und das ist ja, soweit ich weiß, komplett neu. Gut. Da werden dann erstmal zum Paktschluss die ganzen Unterpunkte genannt. Ihr seht ja hier auch schon ein bisschen was zu. Danach gibt es aber noch den Abschnitt Paktdauer und Paktende. Auch nochmal mit mehreren Unterpunkten. Und was so die Vorteile eines Paktschlusses sein können und die Nachteile, auch wieder natürlich mit Unterpunkten und so weiter einzeln beschrieben. Und da gibt es hier die Sonderfertigkeit Geisterrettung 1 bis 3. Da kann der einen vielleicht auch mal retten. Ich denke mal, das ist auch so eine Sonderfertigkeit, die ist auch sonst in keinem anderen Buch irgendwie drin, ne? Ja, Geisterpaktgeschenke. Was gäbe es denn da? Geisterhafte Tarnung, Geisterflug, Geisterpanzer, Geistersicht, Geisterstärke und Geisterwaffe. Neue Zaubertricks sind hier noch drin. Okay, Beruhigung und Geistergeräusche, ja. Patronenillusion und verrücktes Kichern. Ah, sehr cool.
Bei den Zaubersprüchen haben wir hier den Deliberatio einfach nochmal drin. Die Dunkelheit, Heptagramma, Geisteressenz, Horiphobos natürlich, Motoricus. Bei den Ritualen dann Geisterbeschwörung, Nekropathia, Geisterruf. Klar, das muss alles hier so drin sein. Dieses Bild hier von dem ikonischen Charakter hier, Miriban, Alorima, finde ich auch etwas verstörend, ehrlich gesagt. Und da war noch irgendwas. Auf Zaubererweiterung sind sie noch in einem Kasten eingegangen bei den neuen Zaubersprüchen, also bei den in Anführungszeichen neuen Zaubersprüchen. Okay, das scheint nur allgemein einfach die Erklärung von Zaubererweiterung zu sein. Und hier sind anscheinend auch alle Zaubererweiterungen drin, die es im neuen Buch dann auch gibt, ne? Also immer fünf. Also in dem neuen Zauberbuch. Das heißt ja eigentlich, dass solche Anhangslisten in den älteren Quellenbänden hier nur noch, also nur drei Zaubererweiterungen dann haben müssten, ne? Na gut. Ja, magische Sonderfertigkeiten, Geisterbindung, Geisterentschwörung, machtvolle Entschwörung, Geister, Rudelbeschwörung 1 bis 3, Geister und Zirkelmeister, Geister. Gut. Bei den Liturgien haben wir hier Bannzone, Geisterblick, Geisterfalle. Bei den Zeremonien Exorzismus, Geistersprache, machtvoller Exorzismus und Rat der Ahnen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Verbreitung allgemein nur Schamanritus, ja, okay. Kamale Sonderfertigkeiten, Furcht nehmen und Geisterschreck. Weiß ich nicht, ob es das schon vorher irgendwo gab. Kann auch sein, dass es wieder komplett was Neues ist. Okay, ein paar Hilfsmittel gibt es zum Schluss hier noch. Zauberzeichen, Bannschutzkreis gegen mittlere Geister, gegen niedere Geister. Gegen hohe geht es anscheinend nicht. Ein paar Pflanzen sind hier noch drin. Was haben wir hier? Grauer Mohn, Lutars Siegel, Satuariensbusch. Ja, Gifte, Rauschmittel sind hier noch. Der Schleieröffner und Kuss des Frevlers. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade nichts. Elixiere und alchemistische Erzeugnisse. Bannkreide natürlich. Beschwörungskreide. Kuss des Frevlers auch wieder. Tijakols Hauch. Und der Waffenbalsam. Ja, und zum Ende hin nochmal so eine nette Kreaturentabelle auf einer knappen halben Seite mit Angabe, wer wie mächtig ist, auf welcher Seite der zu finden ist. Ja, nett. Wobei, auch da bin ich mir jetzt gerade wieder nicht sicher. Klar, Waffenbalsam ist natürlich im Archiv der Kräuter auch dann irgendwie drin. Aber solche Sachen wie Kuss des Frevlers, Schleieröffner, Luther-Siegel. Gut, Luther-Siegel habe ich glaube ich schon gesehen im Archiv der Kräuter. Aber so bei so einzelnen Sachen, ob es mal hier so ein Hilfsmittel ist oder so eine neue Liturgie in Anführungszeichen, da bin ich mir jetzt tatsächlich im Detail nicht unbedingt mehr ganz sicher, ob das alles schon so existierte. Na gut. Ja. Gut, dann soll es das nach einer guten Dreiviertelstunde dann auch gewesen sein. Trifft sich ganz gut. Ich muss nämlich auch gleich los. Ich muss gleich los und ja, wir werden heute nämlich dann auch wieder Hexen 1733 weiterspielen. Und ja, wir haben letztes Mal mit Mare Monstrum der Kampagne angefangen und heute geht's mit dem zweiten Spieletag dann weiter. Okay. Dann also erstmal bis hierher. Es wird dann ja auch noch den Band zu den Dämonen geben, als Äquivalentbuch hier zu diesem Band, beziehungsweise diesen Kreaturenbänden und als Erweiterung nochmal zum Archiv der Dämonen. Und noch später soll es ja noch über Feenwesen auch nochmal ein Band dieser Reihe geben. Und ja, ich glaube, mehr weiß man erstmal nicht. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas käme, aber mir fallen jetzt gerade auch nicht noch irgendwelche Kreaturenarten ein, die man noch in so einem Band verwursten könnte. Ja, höchstens irgendwas noch mit Tiergefährten. Da gibt es ja bisher im Moment nur das Softcover-Buch. Keine Ahnung, was sie damit machen. Aber sie haben ja gesagt, sie packen diese Sachen nicht in
So ein Archiv der Ungeheuer sozusagen. Also keine Ahnung, was sie damit nochmal machen. Naja, mal schauen. Vielleicht bringen sie ja damit doch nochmal hier so ein neues blaues Buch raus, womit sie dann noch mehr Kreaturen, also noch mehr Tiere reinpacken, Tierbegleiter und so weiter und da noch alles ein bisschen größer machen und aufbohren. Naja, mal schauen. Gut, ja, dann jetzt wirklich erstmal wieder bis hierher und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.